Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie einfach das Itari ET12FN zu kalibrieren ist. Wir schalten das Gerät mit Druck auf den Sensor ein, bis die drei Strichchen im Display erscheinen. Dann drücken wir die oberste Taste, die Plus-Taste, bis drei Nullen erscheinen und das Gerät piept und blinkt. Dann messen wir auf der unbeschichteten Stahlplatte ab. Das Gerät zeigt 0 an, damit wäre der Nullwert kalibriert. Bitte beachten Sie, dass Sie vor der ersten Kalibrierung die Schutzfolie von der Stahlplatte entfernen müssen. Dann legen wir die Kunststoffplatte auf die unbeschichtete Metallplatte, messen erneut ab. Das Gerät zeigt einen Wert von 96 Mikrometern an. Die Standarddicke der Kunststoffplatte entspricht 97 Mikrometer. Dann drücken wir die mittlere Taste, bis das Display wieder blinkt und das Gerät piept. Und dann können wir mit der Plus- und Minus-Taste den Wert einstellen. Es wären hier jetzt 97 Mikrometer. Zum Bestätigen drücken wir wieder die mittlere Taste und das Gerät wäre somit kalibriert. Dann können wir nochmal abmessen auf der unbeschichteten Platte. Zeigt das Gerät einen Wert von 0. Und hier einen Wert von 98 Mikrometer, was vollkommen in Ordnung ist, da die Messfolie auch eine Toleranz von 2 Mikrometern plus minus hat.